Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und die Lebensweise, die zu Klarheit führt. Bisher habe ich Videos über HS, HSP, Hochsensibilität, Hochsensitivität, nur für Erwachsene gemacht, auch zum Beispiel Führungskräfte. Schau einfach mal, wenn du meinen Namen eingibst und HS, was sich da so alles für dich zeigt. Mit einem Impuls in dieser Woche habe ich gespürt, es ist jetzt auch an der Zeit, ein Video für entweder Kinder, Jugendliche zu machen, beziehungsweise für die Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Das sind nicht nur Eltern, das müssen nicht nur die eigenen Kinder sein, das muss auch nicht ein Lehrer sein, sondern das kann irgendjemand sein, der vielleicht gar keine eigenen Kinder hat, der aber im Umfeld Kinder hat, wo er denkt, was kann ich denen Gutes tun? Und das ist der wichtigste Aspekt hier in diesem Video mit der Botschaft. Was können wir den Kindern Gutes tun? Die werden nämlich perfekt und vollkommen geboren und dann kommen die hier in eine immer rohere Welt. Und da diese Welt, dieses System von Gesellschaft, Bildung, Schule, Wirtschaft, ich möchte sagen, 99,8% rational geprägt ist, gehen auch ganz viele Kinder unter. Ich schmeiße da jetzt mal nur ADS und ADHS in den Raum. Ich schmeiße auch mal Burnout rein. Ich habe nämlich erst vor kurzem wieder etwas über Burnout gelesen und in dem Fall nämlich, dass das Alter immer weiter runtergeht. Ich glaube, es war ein 8-jähriges Kind, das mit Burnout in eine psychologische Behandlung gekommen ist. Ich selber habe schon von einer Studentin ein Mail bekommen, ob es denn sein darf, dass sie in ihren jungen Jahren, nachdem sie eigentlich noch nichts in ihrem Leben geleistet hat, außer Schule, Studium und jetzt damit fertig sein, sprich noch nicht gearbeitet hat, ob sie von den Symptomen, könnte es so sein, aber geht das überhaupt, Burnout hat. Wir haben in unserer Welt einfach eine riesen Reizüberflutung. Und genau das ist das Wort, um nochmal auch kurz HS zu erklären, was da in dem Menschen passiert. HS bedeutet, da nimmt ein Wesen, und ich meine, das sind alle, und ich bin mal gespannt, ich bin ja meistens meiner Zeit voraus und erst wird, nö. Und dann, manchmal 25 Jahre später, ich habe echt Sachen, die sind 25 Jahre später rausgekommen, aber auch mal 3, da wird dann gesagt, oh, stimmt, und du hast es gesagt, ohne es wissenschaftlich untersucht zu haben. Nee, aber ich habe doch hier genug. Und jetzt einfach mal hinfühlen. HS bedeutet, Gehirn nimmt alle Reize auf beim normalen Menschen. Aus meiner Sicht gibt es da keine normalen und unnormalen. Jeder ist hochsensibel und hochsensitiv geboren. So. Und die einen haben Überlebensstrategie, gibt es ein Video dazu, haben eben ihre eigene Überlebensstrategie gefunden und die anderen noch nicht. Das ist für mich der Unterschied. Das hat für mich nichts mit schlau oder nicht schlau zu tun, sondern was findet der Mensch, damit er durch dieses System durchkommt? So. Demzufolge ist halt HS in der Forschung benannt, in der Form, auch Gehirnforschung, dass dieser Mensch mit HS, ist keine Krankheit, ist eine Gabe. Da kriegt man nicht aufgeschrieben auf dem gelben Zettel, hat heute ganz viel HS. Nee, ne? Ist was ganz Tolles. Dass da einfach die Reize, die aus der Umwelt kommen, Gerüche, Geräusche, Stimmung von anderen Menschen im Raum, Stress mit, keine Ahnung, wenn wir jetzt bei Kindern bleiben, was die alles für die Schule machen müssen, ist ja unfassbar. Ich glaube, da kann sich ein Erwachsener noch über zu viele Aufgaben freuen. Also all diese Reize, die da kommen, bringen einfach, wenn man sagt, man hat hier so einen Topf mit Möglichen, bringen dann eben die Reize so hin, dass dann irgendwann eine Reizüberflutung stattfindet. Das ist, und mir ist es scheißegal, ob das ein Mediziner, Psychologe oder sonst was genauso sieht oder nicht, das ist bei jedem Menschen so. Weil jeder Mensch, Körper, Geist, Seele, so. Und jetzt hat es nur noch damit zu tun, wie der gelebt hat, wie der mit all dem, was hier passiert, umgehen kann. Das heißt, jeder Mensch, und dieses Video ist für die kleinen Menschen, wird wundervoll geboren und hat dann entweder
Eltern, die schon in dem Thema recht drin sind, die aber trotzdem gucken, wie kriege ich jetzt mein Kind so behütet durch die Verziehung, durch Kindergarten, Schule, Ausbildung und das alles. Wie sind auch die anderen? Und ja, es wird auch genügend weniger offene, uneinsichtige, meinungsstabile, beratungsresistente Leute geben, die sagen, das ist ja bla bla, das ist esoterischer Quark. Wenn es mir nicht mindestens die Gehirnforschung beweisen kann, dann hat mein Kind ein Problem und nicht das System. Und drum stempeln wir mein Kind mal ab und oder füttern es mit irgendwelchen Medikamenten. Möglicherweise kann ich nicht ganz verbergen, dass ich das unmöglich finde. Und genau deshalb möchte ich bei diesem Video echt in aller Deutlichkeit sagen, wenn dich das total anstinkt, dann bist du sowieso schon raus. Dann überleg mal, wie viel hat es mit dir zu tun? A, als erwachsener Mensch. Macht es für dich Sinn? Ja, nein. Wenn ja, wundervoll. Wenn nein, recherchier doch mal ein bisschen. Vielleicht deckt sich das ja auch mit meinem, was ich gesagt habe, zufälligerweise. Wenn du ein junger Mensch bist, dann mein ganz großer Tipp. Übe dich darin, dir zu vertrauen. Wenn in deinem Umfeld nur Menschen sind, die dich komisch oder anders empfinden, dann wirst du deine Überlebensstrategie suchen und du wirst sie finden und du wirst in deinem Leben eine Rolle spielen. Eine Rolle hat mit dir nichts zu tun, da muss man nur einen Schauspieler angucken. Man ist nicht automatisch Cäsar, nur weil man Cäsar spielt. Es geht nicht darum, dass du dich anpasst an die anderen. Übrigens, das ist die Krux dabei. Die anderen haben die gleiche Herausforderung. Die sind auch wundervolle Einhörner und machen dann aus ihrem Horn irgendwie einen Halter für Geschirrhandtücher, damit sie sich nicht zeigen, wie lieb und sensibel sie in Wirklichkeit sind, weil sie einfach vom Leben schon so oft eine links und rechts reingeknallt bekommen haben, dass eben, wie gesagt, jeder so seine eigene Strategie sucht und findet, wie er durch diese Nummer durchkommt. Und irgendwann wird alles, was wir perfekt bei Geburt haben, mit Intuition und all unseren weisen Gaben, immer weniger wichtig sein und demzufolge auch, wie manche Talente und Gaben, also manche Sachen, die wollen einfach geübt werden. Du wirst, keine Ahnung, was kann es denn sein, Inliner laufen, wirst du halt besser, wenn du täglich 3 Stunden fährst, als wenn du einmal im halben Jahr einmal fährst. Das ist nicht groß anders mit diesen Gaben. Die wollen gelebt werden. Und die Gaben, die wir leben, sind keine Gaben, weil wir funktionieren nur nach Rationalem. Demzufolge wird ein Kind rational geprägt. Es wird von einem wunderschönen, großen, eigenständig und auch vielleicht ein bisschen schief gewachsenen Baum wundervoll beschnitten, bis es nur noch ein Stumpf ist. Und für die Erwachsenen, die ja sagen, ey, kümmere dich um was du findest und bestärke die Kinder, dass sie so in Ordnung sind, wie sie sind. Für die Erwachsenen, die denken, was ist denn das für ein Käse? Wenn du es negierst, hat es schlicht und ergreifend dennoch was mit dir zu tun. Weil dein Unterbewusstsein wird jetzt schon spüren, wie war es denn für dich als Kind? Wie war es denn für dich als Kind, anders zu sein, mal Außenseiter zu sein? Und was hast du dir dann einfallen lassen, um Anerkennung, Liebe zu bekommen? Das ist das ganze Lebensgeheimnis im Übrigen. Für die Kinder und Jugendlichen. Ich weiß, dass dir das kaum jemand sagt. Und möglicherweise bin ich der Erste und der Einzige. Ich wünsche dir, dass du in deinem Umfeld ganz, ganz viele Menschen hast, die es dennoch auch tun. Bitte vertrau dir selber, dass du wundervoll bist und dass du liebenswert bist. Und bleib offen. Wenn dir andere Menschen ihre Meinung sagen, sei auch dafür offen. Also nimm die Meinung schon an. Du sollst ja nicht beratungsresistent sein wie so viele andere. Der Punkt ist nur, was macht's mit dir? Wenn dir jetzt also jemand sagt, dass du dich nicht so anstellen sollst, weil es dir hier zu laut ist oder die Gerüche zu eklig sind oder du dich mit den Leuten nicht wohlfühlst, weil du spürst, dass da irgendwas mit der Schwingung nicht passt, lass dir nicht einreden, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Ich habe auch nichts vom Gegenteil gesagt, ne, was Menschen so gerne hineininterpretieren. Es heißt auch nicht, dass die anderen nicht in Ordnung sind. Aber die anderen sind die anderen. Es geht um dein Leben. Und wenn du ein Kind oder ein Jugendlicher bist, du wirst älter. Und all diese kleinen Verletzungen,
die werden immer bleiben. Das ist wie wenn du eine Vase runterschmeißt, die ist nicht kaputt gegangen, die hat aber einen Riss. Den kannst du natürlich nach hinten drehen, dann sieht man ihn nicht mehr. Aber der Riss wird einfach immer drin bleiben. Und mal sowohl als Begriff genannt als auch vorweggenommen zu den anderen Videos, Burnout ist doch überhaupt kein Wunder, dass das heutzutage jeder hat. Und Burnout haben jetzt mehr die Erwachsenen, ADS, ADHS haben die Kinder. Burnout und ADHS ist doch schlicht und ergreifend nur, und das soll nicht belächelnd sein, sondern nur, es wäre einfach zu lösen. Dieses nur bedeutet, wir können wirklich ohne große, fiese Umstellungen gesund sein. ADHS und Burnout ist nur, weil du nicht auf die Lebensweise leben darfst, die für dich die richtige ist, die passende. Nein, ich weiß nicht, was deine ist, aber ich weiß, dass es im Moment nicht die ist, die du brauchst, um glücklich zu sein. Du wärst nämlich 100% glücklich und 100% gesund, wenn das alles so passen würde. Und je kleiner du bist, also ach, ich freue mich, wenn ich irgendwann mal lese, dass es sogar Dreijährige angeguckt haben, du kannst alles Mögliche tun und sein und ey, hab Fantasie, lass dir nicht erzählen, dass da niemand ist, die du siehst. Bleib einfach so gut es geht. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ja, wir großen Menschen, die das erlebt haben, wissen ja, wovon wir sprechen. Bleib in deiner Offenheit, in deiner Liebe, in dem, ich möchte es wirklich auch so nennen, in dem Gottvertrauen, in diesem Urvertrauen, dass alles so, wie es ist, passend ist. Und damit magst du dann vielleicht auch die anderen Menschen, die dir erzählen, dass du nicht in Ordnung bist, das gar nicht mehr so leicht glauben wie vor diesem Video. Und vielleicht magst du sogar Verständnis für sie haben, weil sie sind auch nur Kinder, die nicht wirklich lieb gehabt worden sind oder in ihrer Ursprungsform bleiben durften, die ihre eigene Überlebensstrategie haben und demzufolge daraus erwachsen ihre Handlungen, wie sie mit anderen umgehen. Und manche sind weiterhin achtsam, weil sie einfach wissen, man kann das Herz eh nicht zunageln und verbrettern. Und andere meinen, es funktioniert schon, wenn man sich zurücknimmt oder auch manchmal böse und gemein zu anderen ist oder zumindest deren Sein bewertet nach falsch und richtig. Egal welches Alter du hast, du bist immer genau so richtig, wie du bist. Es ist dein Seelenplan, es ist dein Lebensweg. Sei lieb zu dir und so lieb, wie du zu dir sein solltest, das ist auch eine Übung, sei bitte auch genauso lieb zu anderen Menschen. Hab für dich Verständnis und so wie du spürst, dass du dein Anderssein kennenlernst und dafür Verständnis hast, geh auch bitte davon aus, so geht es jedem anderen Menschen. Und wenn der noch so pampig, robust, aggressiv oder sonst was ist, wir sind alle einfach nur Seelen, die hier leben und die eigentlich nichts anderes wollen als Liebe, Liebe zu sich und Liebe zu anderen. Und damit wäre die Welt friedlicher. Ich bin schon glücklich, wenn es in dir friedlicher wird. Gib dieses Video bitte weiter. Ja, natürlich ist das länger, aber ich finde es immer echt abstrus, wenn die Leute sagen, sag was weiß es in 3 Minuten. Ich könnte das Thema auch noch deutlich länger aufdröseln, mache aber lieber noch mal ein extra Video zu. Die Essenz soll einfach ankommen. Bitte helf den Kindern, dass sie so sind, wie sie sind, nämlich toll. Wenn du dazu Fragen, Anmerkungen oder was auch immer hast, dann schreib sie in die Kommentare oder schreib mich auch persönlich an, wenn es dir eben in der Form dann lieber ist. Danke für deinen Daumen hoch, dass die Essenz von dem Video bei dir wirklich hilft und dir Mut macht und in ganz besonderem diesem Fall. Erzähl von dem Kanal und mindestens auch von diesem Video und schau dir auch die anderen noch an über Hochsensitivität, Hochsensibilität. Denn ich empfinde es als super wichtig, dass wir immer mehr feststellen, dass es nicht normal gibt, sondern dass einfach jeder auf seine Art anders ist. Und das ist völlig in Ordnung. Bis bald.